Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. In einer weiteren Folge Alice 19, Felsbrunn. Wir werden jetzt mal hier den Hof räumen. Und zwar die Maschine stellen wir mal jetzt in eine andere Halle. Weil das muss weg, die Halle muss weg. Das Silo hier hinten muss weg und eventuell, ja, die muss auch noch weg. Und das werden wir jetzt mal alles hier aufräumen und wegfahren. Die könnte eventuell stehen bleiben. Weil ich auch nicht weiß. Sehen wir dann, wenn es soweit ist. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich hätte doch lieber dann gerne den Kuhstall. Dann könnte jetzt... Ah, hier, Strohlager. Ballenlager. Auch ein Update mit Licht. Hier ist ein Schalter. Ja, kann man nicht anmachen. Eine alle Sense. Hier ist ein bisschen Deko, Schlau, Fahrrad, Ölfässer. War jetzt ein Update. Hier auch Licht außer. Hier ein bisschen Holzstapel. Ja. Also die muss. Das Gebäude muss weg. Das hier muss alles weg. Und dann ist man den zu quer hier hin. Wäre auch machbar. Dann haben wir nämlich nicht so arg viel Verlust hier vom Feld. Der wird dann ungefähr bis hier hingehen, in dem Bereich. Und da können wir dann das doch noch umflügen. Wir bräuchten hier keine neue Halle zu setzen. Die wollten wir eh noch austauschen. Da kommt ja noch eine andere Halle hin, die kommt weg. Aber auf denselben Platz kommt eine neue Halle. Und dann würde das eigentlich funktionieren soweit. Das wäre machbar. Ja. So, dann müssen wir jetzt aber erstmal... Ah, jetzt wusste ich auch, oder weiß jetzt auch warum, der New Howland, der Mähdrescher, da oben irgendwie nicht so wollte, wie ich das wollte. Und zwar ist da oben noch ein Eck. Sorry. Muss mal kurz husten. Hafer. Da hatte ich anscheinend irgendwie die S-Hafer wollen ansehen. Und deswegen hatte ich auch Fehler reingehauen. Und das fliegen wir jetzt gerade mal um. Es sind viele gerade hier von unser Stück. Gerade hier vorne. Deswegen hat er auch letztes Mal in der Vorstellung auf einmal aufgehört. Und dann wusste der anscheinend nicht mehr, was er machen sollte. Das langt schon. Das wäre alles weg, weil Pflügen brauchen wir nämlich nicht. Das ist nämlich sehr gut. Ne, da können wir nämlich direkt wieder ansehen. Dann machen wir hier mal Sojabohne. Und hier hinten dann Raps wegen der Fruchtwechselfolge. Dass der Boden so ausgewaschen wird. Ja, und dann können wir den, genau. Haben wir jetzt mal die Sämaschine und eine Kreiselecke holen. Und dann werden wir mal Vorbereitungen machen für den Hofenbau. Ah, und den Raps hier, den können wir nämlich auch noch wegfahren. Den haben die nämlich nach der Vorführung hier in Silo gefahren. Den können wir auch noch wegfahren. Den Flug können wir schon mal gleich hier stehen lassen. Ja, das Hühnerfutter muss ich auch noch irgendwie bearbeiten, wegschaffen. Kann dann nämlich gleich mit dem Raps anfangen. Und dann nicht vergesse, direkt nach der Ansage gleich mal eine Ladung Dünger drauf. Dass man das nochmal passiert wie das letzte Mal. Um die Schlosser auf jeden Fall keine Zeit mehr vorlaufen. Weil das steht fest. Saatgut ist auch noch drin. Sehr schön. Setzen wir den am besten oben an.
Weil wenn man jetzt nochmal ein Feld kaufe, ob das was bringt jetzt. Weil wir sind schon Folge 18. 17? Ja, 18 ist das jetzt. Und wir haben es jetzt immer nur angesät und gedüngt und geerntet und angesät und Aufträge gemacht. Hinterhofgärtner, Gruppe 1 Hektar. Jawohl. Raps, jawohl, ist richtig. Und dann kann die hier mal klein angefangen, bringen 1 Hektar Aussaat aus. Ah, super, super, super. So, den Helfer und dann kann die sich mal aushobeln. Jawohl, dann hat die hier mal was zu tun. Weil an dem Feld verändern wir eh nichts, das kann ruhig so bleiben und ja. Weil, ich habe mich jetzt für den Hof entschieden. Na, was heißt Hof entschieden? Ich bin immer noch ein bisschen am Hin und Her überlegen, aber es überwiegt doch mehr, dass wir den bauen, weil meine Überlegung war jetzt, wir haben hier hinten einer für dem neue Feld. Ist ja Feld 25, haben wir jetzt gekauft. Und zwar ist da Mais drauf, ne? Feld 25. Meine Überlegung war jetzt, wenn wir das jetzt gleich häckseln, ja, und zwar werden wir uns dann da in, haben wir es dann? Ne, jetzt sind nur die fertig gemacht, müssen wir gerade mal hier, Maisflüger. Das sind die Anbaugeräte. Haben wir dann hier keine bezogene? Entweder habe ich jetzt wieder einen Knick in der Optik oder ich übersehe es gerade irgendwie. Untertechnik, Maisflicker. Normalerweise sollte die hier dabei sein. Ein gezogener Maishäcksler. Ja, jetzt sind nur die Maschine, die große. Ja, dann müssen wir uns eine Miete machen. Was kostet die eine Miete? 24.000. Da wird es aber eng. Jedenfalls war jetzt mein Erreicher eine Spielzeit von 10 Stunden in einem einzigen Spielstand. Wir können mal sehen, wie lange ich hier schon zocke. Folge 18 und 10 Stunden gespielt. Mein lieber Mann. Ja, das den Meistern häckseln. Und dann hier eventuell noch ein kleines Fahrsilo. Ein kleines. Langt ja für den Anfang. Weil so viel Mais haben wir jetzt eh noch nicht. Mal gucken, platzierbare Gebäude. Silos. Das kleinste wäre 15.000. Ja, also das wird ja auf jeden Fall mal reichen. Lassen wir dann hier so schön über die Halle. So. Da dann ein kleines Fahrsilo hin. So war jetzt mein Gedankengang. Also das Mais häckseln, hier ein Fahrsilo hin. Wobei wir müssen jetzt zuerst mal, weil wenn wir jetzt die Gebäude verkaufen, dann bekommen wir auch nochmal Geld. Und wir werden auch dann nicht mehr alle Gebäude platzieren. Weil der Platz wird dann sehr wahrscheinlich sowieso nicht reichen. Die Silos brauchen wir, die müssen wir dann nur versetzen. Und hier dann den Kuhstall so quer hinmache. Also nicht längs, dann können wir nämlich eventuell die Halle auch noch stehen lassen. So, war jetzt. Und der Raps können wir noch verkaufen. Und hier die Zuckerrübe kommen jetzt mal weg. Und die Kartoffel. Die werden wir jetzt mal aufladen. Und dann kommt das alles mal weg. So, war jetzt mal der Plan. So, dann schnappen wir uns jetzt mal den Anhänger. Und dann fahren wir jetzt mal den Raps weg. Ah, ich wollte mal noch gucken, noch. Nach einem Teleskoplader. Nach einem Teleskoplader. So, ist mal. Wo haben wir den dann? Da. Gucke, was der in der Miete. 5.000. Oh, das wäre noch machbar. Dann werden wir uns so einer mieten und, weil. Da geht nämlich mehr in die Schaufel rein. Dann sind wir nämlich schneller fertig. Weil wenn ich das jetzt alles mit dem Frontline auflade, dann stehen die schon noch bis morgen früh hier. Das war jetzt so mein Gedanke. Und das werden wir auch vielleicht so umsetzen.
Wir fallen jetzt auf erstmal hier alles weg. Hopp. Nee, Gerste, nee, Hafer, Raps, jawohl, starten. Dankeschön. Sehr gleichmäßig verteile. Perfekt. Raps ist leer, sehr schön. Ja. Plane zu. Dann gucken wir jetzt gerade mal, wo wir den Raps noch verkaufen können. Raps, hier ist Raps. Bahnstation Mühle. Ach, da ist ja gerade hier unten. Okay. Fahren wir gerade rechts. Jo, okay. Läuft. Ach, ich wollte noch nach dem Lenkrad gucken. Weil zwischen der letzten Folge und jetzt der Folge liegen vielleicht gerade mal 5 Minuten. Haben wir kurz noch einen Schluck Kaffee getrunken. Und dann ging es auch schon direkt weiter. Wenn die Karte anmache. Ja, nächste, okay. Ah, das ist doch da. Da haben wir doch letztes Mal noch die Kartoffeln abgeliefert von dem Großauftrag. Apropos Auftrag, da können wir eigentlich auch mal nochmal gucken, ob da irgendwas Aktuelles für uns dabei wäre. Das gucken wir gleich, wenn wir jetzt an der Bahnstation sind. Weil ich denke mal, wenn wir jetzt die Kartoffeln und die Zuckerrübe noch verkaufen, das gibt immer gut Geld auf unser Konto. Der Kuhstall können wir uns jetzt auch schon leisten, weil der kostet ja nur 110.000, aber dann, wie gesagt, haben wir schon noch einen Fahrsilo von 15.000. Und das ist der Mais, unser neues Feld. Dann könnten wir das schon mal häckseln und ins Fahrsilo reinkippen. Und da hätten wir nämlich schon mal ein bisschen Futter. Gras müssen wir dann auch noch mehr. Stroh brauchen wir auf alle Fälle. Dann wäre über die Legung, ob man nicht Gerste oder Hafer anpflanze auf dem einen Feld am Hof. Gegenüber auf der anderen Straßenseite machen wir jetzt Raps. Das bleibt auch so. Und mal gucken. Gerste oder Hafer, je nachdem. Hafer wäre vielleicht auch mal noch eine Maßnahme. Mal gucken, wie dann da die Preise sind. Ja, wie gesagt, ich muss noch das Lenkrad einstellen. Ich hatte jetzt irgendwie keine Ahnung, was da los ist. Ich könnte auch hier hochfahren, aber dann muss ich den Kipper zu eng um die Ecke ziehen. Das ist nicht gut für die Reife. Deswegen fahren wir jetzt hoch. Und holen dann die nächste Einfahrt und fahren dann leer hier runter. Das ist nämlich besser. Ich muss mal nach dem Logitech-Treiber gucken. Kann auch sein, dass der noch nicht aktiviert ist. Weil ich hatte gestern mal formatiert, ne? Es war mal Zeit geworden und habe alles immer neu drauf gemacht. Kann sein, dass der noch aktivieren muss. Plan öffne. Jawohl, einmal abkippen. Oh ja, läuft ganz gut, der Raps. Gut. 25.300 Euro. Ey, das ist doch subi. Das freut mich. So. Jetzt gucken wir gerade mal Hafer. Hafer. Ja. 532. Okay, der steigt jetzt noch ein bisschen. Mal gucken, wenn wir dann ernte. Wir können auch Gerste machen, ist eigentlich egal. Gerste gibt es sogar noch gleich ein bisschen mehr. 634, 622 Schweizer. Okay, Sonnenblume, ja. Okay. Also so ist jetzt auf jeden Fall mal der Plan. Dann mieten wir uns jetzt einen Teleskoplader.
Und dann werden wir jetzt mal als erstes mal die Zuckerrübe, der kleine Rest, wo noch da liegt. Und die Kartoffeln kommen auch weg. Vielleicht werde ich mir noch ein... Ach, ich habe eine bessere Idee. Ich wollte eh noch einen Kipper kaufen. Den holen wir uns jetzt auch. Weil da kann ich nämlich Tandem fahren. Und zwar holen wir uns noch einen Drehschemel. Dann brauche ich nämlich nicht so oft hin und her zu fahren. Und dann zwei befülle. Dann geht das Ganze nämlich ein bisschen schneller. Ja, ich bin jetzt heiß auf den Kuhstall. Ich will jetzt den Kuhstall haben. Und wie gesagt, Folge 18 und bis jetzt noch nicht so arsch viel passiert, außer haben wir ein paar Aufträge gemacht und angesät, geerntet, gesät, geerntet. Aber ich bin schon froh, dass wir mal die Feldhacke machen konnte. Das hat uns immer einen ganz kleinen Schub gegeben. Danke nochmal an Stefan, der uns das ermöglicht hat, der Verkäufer aus dem Ort. Und er ist sehr positiv begeistert, also die Resonanz ist sehr gut. Und er hat auch gefragt, wenn man das mal machen könne. Und da habe ich gesagt, momentan nicht. Wir haben jetzt hier viel zu tun, Hofenbau. Wir müssen jetzt selbst mal gucken, dass wir hier zu Potter kommen. Aber wir bleiben im Gespräch und es wird auf jeden Fall nochmal Feldtage in Felsbrunn geben. Und zwar wird das Ganze auch dann ein bisschen anders ablaufen, als wie jetzt das letzte Mal. Aber da möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ah, dann noch was in eigener Sache. Wenn ihr bei uns auf dem Server mitspielen möchtet, kein Problem, könnt ihr gerne machen. Wir haben jetzt ein Passwort drauf gemacht, weil es kann nicht sein, dass da welche auf den Server kommen. Gucke, da rumfahren, die Maschine kreuz und quer in der Ecke rumstehen, auf dem Feld oder am Wald oder am Baum oder so. Und wenn wir dann auf den Server kommen oder ich gehe dann mal, will dann mal ein bisschen mitspielen und muss dann jedes Mal in die Maschinensuche gehen. Deswegen ist da jetzt ein Passwort drauf und es wäre auch angenehm, wenn ihr Headset und TeamSpeak 3 hättet, weil wir haben uns da stellenweise abends den Fingerbund geschrieben im Chat. Ja, da willst du was ansehen oder ernte oder bist meist am Häckseln und bist da alles am Tippen und am Schreiben und da kommst du auch nicht voran. Also Headset und TeamSpeak wäre Pflicht, wäre angenehm. Man kann im Chat mal kurz was schreiben, aber nicht den ganzen Abend, weil das ist auf Dauer, ja. Das macht auch dann keinen Spaß, wenn man dann mit seiner eigenen Arbeit nicht vorwärts kommt. Das ist immer noch am Rande. Also wie gesagt, ihr könnt gerne mitspielen, aber dann, wer mitspielen möchte, bitte ins CS kommen, dann kriegt das Passwort. Und so Kobolde, wo dann meinte, sie müsste dann da mal schnell auf das Feld kommen und irgendwas kreuz und quer da rumfahren, warum man nicht. Wer Interesse hat, wie gesagt, kann gerne kommen, kriegt das Passwort und dann kann er gerne mitspielen. So Freunde, wir sind am Ende unserer Folge. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch mal ein bisschen Spaß gemacht. Ich hole jetzt mal den Teleskoplader bei. Den mieten wir uns jetzt gerade. Und dann laden wir das hier hinten mal auf, fahren das weg. Ah, Moment. Ich wollte noch was machen. Moment. Machen wir es an. Kipper. Strautmann. Den da. Und zwar. SZK802. Kapazität kann man ändern. 8000 Liter. 12.000. 12.000. Ah, und als Ballenwagen. Also Ballenwagen kann man den benutzen. Normaler Aufbau, 8.000 Liter Aufbau und 12.000 Liter Aufbau. Und der sieht doch schon nice aus. Und den werden wir uns jetzt mal kaufen. Abdeckung. Ah. Okay, mit Abdeckung sogar. Ja. Wollen wir uns den mal holen? 12.000. Komm, den kaufen wir uns jetzt auf. So, dann schauen wir uns schnell zum Händler. Gucken uns den noch schnell an. Ja, da steht er, der neue. Einmal frei. Sieht gut aus. Fällt mir. Dann haben wir nämlich jetzt zwei. Haben ein paar Fahrten gespart. Und wir können mehr transportieren. Auf jeden Fall. So, Freunde, das war's dann für heute. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da, würde ich mich gerne drüber freuen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wie ihr das findet jetzt, der Hofenbau und, ja, oder was man noch anders machen könnte. Oder vielleicht schon ein Feld kaufen oder keine Ahnung was. Und
Dann bis morgen früh. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Macht was draus. Allahopp. Tschüss.